Weiter geht es mit einer neuen tiefseespritzigen Folge Subnautica. Das riesige, mysteriöse Ei ist immer noch hier drin. Wir wissen nicht, was in diesem riesigen, mysteriösen Ei drin steckt, aber ich denke mal, wir werden es bald erfahren. Ansonsten schwimmen hier ein paar neue Gäste rum, nämlich die kleinen Mesmer. Da sind sie ganz harmlos. Diesmal keine Arschlöcher, sondern ganz lieb und nett zu mir. Ihr seid ja wunderschön, oder? Wunderschön. Wie Federbälle. Finde ich. Die sehen so ein bisschen aus wie Federbälle. Gut, die bleiben hier drin. Ja, die letzte Folge wurde wieder grandios von euch hier draußen bewertet. Die Community ist sich einig. Wir wollen noch ein paar mehr Folgen von Subnautica. Bin ich auch der Meinung. Also, legen wir los, denn ich will hier noch ein bisschen meine Basis verbessern. Und ich hatte ja schon lange, lange vor, einen Schlafraum anzulegen. Hier drüben war ich ja zu Werke. Mal sehen, vielleicht haue ich hier was rein. Obwohl, hier wird es mir gar nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen das hier. Ich glaube, wir machen hier einen Übergang. Wir müssen hier noch eine Luke hinsetzen. Moment. Natürlich habe ich keine Materialien dabei, wie man mich eben kennt. Aber ich glaube, wir machen das wirklich hier. Also, hier kommt eine Luke hin. Wir brauchen Titan, was wir immer brauchen. Und wir brauchen natürlich jede Menge Glas, denn wir wollen ja noch ein bisschen das Aquarium nach unten ziehen und da will ich mir so eine Koppel nach vorne rausbauen und da werde ich dann mein Bett reinstellen. Da kommen dann die feinen, edlen Möbelstücke rein. Habe ich noch ein bisschen Titan? Ein kleines bisschen. Ich brauche schon wieder Schrott. Ich brauche schon wieder Schrott. Dieser Mann hier braucht ständig Schrott. Warte mal, ich bin mit den Pilzen nicht zufrieden. Das hier drüben ist voll, die gefallen mir. Die hier drüben sind auch voll, die gefallen mir. Aber die Pilze hier, die sehen zwar nicht scheiße aus, aber ich find's doof, dass die hier in die Basis reingucken. Das nervt mich. Tja, es tut mir leid, aber wir zerlegen das hier. Inventar voll. Ich habe hier noch ein paar nette Eier dabei. So. Und jetzt klatschen wir hier noch ein weiteres Beet hin. Innen, außen. Und diesmal ein kleines bisschen weiter weg. Machen wir es so. Damit es halt nicht in der Basis drin hängt. Denn zugegeben, das sieht wirklich scheiße aus. Kann man nicht anders sagen, oder? Alles klar. Die Babys hauen wir hier mal rein. Das waren die neun Gräser, die wir in der letzten Folge ganz am Ende gefunden haben. Aber wirklich ganz am Ende. Wahrscheinlich haben die meisten die Folge gar nicht bis zum Ende geguckt. Oder habt ihr doch? Und am Ende waren wir ja bei diesen, ich nenne sie immer Elefanten. Keine Ahnung warum. Die sehen nicht mal ansatzweise wie Elefanten aus. Ich weiß. Aber da waren wir. Und dort war noch eine Höhle. Und da will ich heute hingehen mit euch. Habe ich Glas mitgenommen? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe natürlich kein Glas mitgenommen. Dabei hatten wir doch Glas. Mann, Kies, was ist nur in deinem alten Schädel drin? Zumindest kein Glas. Und immer noch, aber es bewegt sich. Das war doch vorhin hier. Dieses Ei bewegt sich. In diesem Ei steckt jetzt schon Leben drin. Der hier ist leer, den will ich eh entfernen. Da mache ich lieber noch ein Kraftwerk rein. Also, Glas. Man möge mir ein wenig Glas geben. Ich wünschte, ich könnte so einen Alien-Tintenfisch fangen. Also, Moment, 1, 2, 1, 2, sehr gut. Damit hätten wir ein wenig Glas. Und dann brauche ich schon wieder von allem eine ganze Menge. Also man merkt schon, man braucht in dem Spiel, also im Grunde gibt es immer irgendwas zu tun. Und ich freue mich schon, wenn es neuen Content gibt. Und ich will immer noch in die Lava-Zone. Aber die Upgrades, Freunde. Die Upgrades, da setzen wir uns heute ran. Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Ich sollte hier noch einen Eingang machen. Und schon bin ich oben. Weg das Ding. Hier das Ding. Booyah, Baby. Ah, das will ich gar nicht, sondern ich möchte diese Eier hier, die wir gefunden haben.
Keine Ahnung, was genau für Kreaturen hier drin lauern, aber sie sind noch unbekannt. Unbekannte Eier. Scannen kann man sie nicht. Man weiß es nicht. Man hat keine Ahnung, was uns hier erwarten könnte. Neue Kreaturen? Mysteriöse Kreaturen? Wir dürfen gespannt sein. Also, ich will die Basis auch gar nicht mehr weiter in die Länge ziehen, denn jetzt habe ich ja hier so einen Punkt, da geht es schön runter. Da könnte man also wirklich dann so Säulen bauen und man könnte, wenn man lustig ist, natürlich auch... Warte mal, wir machen das Ganze mal so. Jetzt kommt das Endstück, ja? Das große Finale und zwar die Kuppel. Und die Kuppel, die platzieren wir... Wir platzieren sie hier. Wir platzieren sie hier. Oder machen wir sie oben hin? Nee, oben hat es, glaube ich, ein bisschen mehr Stil. Wir machen sie oben hin. Ui, was war das eben gerade? Wie konnte ich die eben gerade platzieren? Das sah ja interessant aus, aber es geht nicht. Ja, ja, ja. Karen, Sharon, ich verhungere. Ich hab's verstanden. Kann ich hier noch ein bisschen Schrott mitnehmen, wenn ich hier schon unterwegs bin? Guck mal hier, trink einen Schluck, dann verhungerst du schneller. Dann erlösen wir uns mal von dem widerlichen Elend. Das Ding war auch mal schneller, oder? Bilde ich mir das ein oder war das Ding mal schneller? Ja, Salz finde ich ständig. Titan, der wahre Schatz der Meere. Gold, Diamanten, edles Metall könnt ihr komplett vergessen. Schrott, das brauchen wir. Die Reaper haben den ganzen Schrott gefressen. Seitdem der Reaper hier ist, mangelt es in der Gegend an Schrott. Langsam habe ich die Befürchtung, ein Reaper ernährt sich von Schrott. Reaper, bist du irgendwo hier? Wir müssen mal den Reaper kalt stellen. Hm, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Blei. Die Seku, die Giftgas-Seku, die ich da draußen hingerichtet habe, die kam nicht wieder. Also bis jetzt kam sie wirklich nicht wieder. Es könnte sein, wenn ich den Reaper töte, dass er nie, nie wiederkommt. Und wir alle können feiern und uns freuen, dass der Reaper endlich tot ist. Dieser Tyrann der Meere. Kupfer brauche ich auch nicht. Was? Hier geht's schon runter? War das so nah? Oh, Tatsache, wow, ich bin ultra tief und ich glaube, das wird eng. Das wird auf jeden Fall wirklich eng. Aber wir kriegen es hin. Er sieht stabil aus, gut, perfekt. Jetzt kommt der Reaper und frisst mich. Ich sehe schon den Reaper hinter mir. Reaper, bist du hier? Okay. Gehen wir heim. Ich fühle schon die kalten Klauen des Reapers. Hat ein Reaper Klauen? Er ist kein Reaper, er ist ein Raper. Ha, her damit. Und ein riesiger Batzen Schrott. Boomerang, gerne doch. Mr. Reaper, Sir, sind Sie irgendwo hier in der Nähe? Ich höre da hinten was, ich höre da hinten was. Irgendwas knurrt doch hinter mir. Und brodelt. Ist es ein fucking Reaper? Reaper Fights? Ich glaube, wir brauchen hier demnächst einen Reaper Fight. Kann ich ihn abstechen? Wenn ich ihn einfriere mit der Stasis, kann ich ihn dann abstechen? Das wäre so lächerlich. Ich habe dieses kleine Tauchermesser. Das Vieh ist so groß wie... Wahrscheinlich mein Zyklop. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie groß das ist. 10 seconds of oxygen remaining. Im Wiki gibt es bestimmt dafür irgendwelche Werte. Wie groß die Kreaturen sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein riesiges Monster und ich steche ihn ab mit meinem kleinen Tauchermesser. Ich würde es eher verstehen, wenn ich mit dem Schneider ihn töten könnte. Ich meine, der Schneider ist wenigstens Laser, ja? Das ist ein Laserschneider. Welcome aboard, Captain. Aber dieses lächerliche Messer, ich meine, schaut es euch an. Damit willst du einen Reaper töten?
Streicheln, wahrscheinlich. Gut, wir machen erstmal hier ganz viel Titan und dann brauchen wir natürlich noch ein wenig Glas. Und zwar dieses hier. Nein! Habt ihr es gerade gesehen? Ihr habt... Ja. Dreck. Na? Dreck. Einfach nur Dreck. Was sagen Sie dazu? Dreck. Und sonst? Dreck. Shit! Shit, shit. Shit. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Shit. Ich brauche Zähne von einem Pirscher. Das darf doch nicht wahr sein. Tja, die Koppel da draußen, die wird noch eine ganze Weile brauchen. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Das Ei braucht immer noch. Mann, dieses Ei. Ich habe eine Idee. Also, jetzt passt mal auf. Jetzt... Ich habe auch kein Bett. Ich wollte unbedingt mein Bett für Powernapping und all so einen Scheiß machen. Also, die Idee. Zurück zur Idee. Wir bauen uns erstmal sowas hier. Dazu brauchen wir Kupferdraht und ein Titan. Für Kupferdraht brauchen wir logischerweise Kupfer. Also. So. Zwei Stück. Dann hier noch ein Titan rausfischen. Das Glas hauen wir hier mal wieder rein. Brauchen wir ja im Moment nicht. So. Jetzt haben wir hier so eine Boje. Als nächstes ganz schnell noch hier drüben zu Silber hin. Du landest mal hier drin. Und man weiß ja nie, vielleicht brauche ich irgendwann noch Batterien. Deswegen laden wir die anderen auf und nehmen hier noch eine Ladung volle mit. Gut, wir haben eine Boje. Und diese Boje werden wir gleich brauchen, denn ich gehe jetzt nochmal mit meiner kleinen Seemotte. Jetzt gerade, wo es so schön Tag ist. Wahrscheinlich dann, wenn ich da bin, wo ich sein will, ist tiefschwarze Nacht. Aber jetzt nehme ich mir nochmal hier die kleine Seemotte, schwimm vor die Aurora und gehe einmal komplett die ganze Aurora entlang und analysiere die jetzt, ob da irgendwo dieses Gestein ist, das wir schon mal gesehen haben. Und wenn ich dieses Gestein finde, dann werde ich da die Boje platzieren und dann da irgendwann mit einem größeren Gefährt nochmal hingehen. Meine Damen und Herren, die Reaper, sie sind mal wieder unterwegs. Aber das klingt doch nach einer guten, logischen, durchdachten Idee, die gar nicht von mir kommen kann, weil ich eigentlich nie gute, logische, durchdachte Ideen habe. Also keine Ahnung, wer auf diese Idee gekommen ist. Ich wahrscheinlich nicht. So, ich bin jetzt hier. Ist ja egal, ob ich jetzt hinten oder vorne anfange. Es wird dunkel, oder? Es wird... Leck mich doch, Subnautica, leck mich! Ich sehe wieder gar nichts, weil es dunkel ist. Egal, da unten siehst du so oder so nichts. Aber ich sollte das Baby hier noch reparieren. Aber jetzt sehe ich halt noch weniger als sonst. Naja, wenigstens kann ich hier Schrott mitnehmen. Reaper in der Nähe? Nein, gut. 3, 2, 1, raus. Was ist hier drin? Ach, ein Signal. Aber das hatten wir doch schon, oder? Das war doch dieses Signal, das wir... schon mal hatten. Habe ich da eben gerade einen Reaper gesehen? Ja, ich hab. Ich habe doch eben gerade einen Reaper gesehen, oder? Ja, da hinten. Okay, wir reparieren, weil der Reaper, der kann ganz schnell Kleinholz aus meiner geliebten Morty One machen, die nie, nie zerstört wurde. Wahnsinn, oder? Alle haben gesagt, RIP. Keys und seine Dinos in Ark sind auch immer sofort tot. Morty, da sehe ich keine Hoffnung. Gebaut, um zerstört zu werden. Nope. Morty lebt. Wahrscheinlich geht sie jetzt in dieser Folge drauf, weil ich es gesagt habe. Aber nein. Morty lebt. Mr. Reaper. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir, Mann.
Halt dich von mir fern. Ich bin gefährlich. Ich habe gesessen. Ich habe 2 Tränen. Okay, er hat mich nicht gesehen, denn ich will hier ganz schnell noch ein bisschen Quarz mitnehmen. Der plant wahrscheinlich seinen Angriff. Gib mir den Schrott. Okay, das da hinten ist ein Pirscher. Eigentlich müsste Lava jetzt direkt hier sein. Also hier müsste dann wirklich... Echt jetzt noch einer? Alright. Reaper all around. Aber wenn du Schrott willst, da wo der Reaper ist, da gibt es auch Schrott. Anscheinend ernähren die sich wirklich von Schrott. Damit hätten wir das bewiesen. Hier ist wirklich verdammt viel Schrott. Kann ich die Motte mal wieder gerade drehen? Total schepp gehe ich da runter. Mann, da unten ist es auch so verdammt finster. Wenn man nur irgendwelche Beleuchtungsdinge daran modifizieren könnte. So, wann geht's hier irgendwann runter? Für die Forschung! War das hier? Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal dort war. Und dann haben mir die Leute geschrieben, Kies, das wäre Levelende. Und dann hat sich rausgestellt, das ist gar nicht Levelende, sondern der Weg ins Glück. Und ich weiß noch, dass sich halt alles verändert hat. Das sah auf einmal ganz schwarz aus und war so aufgeblasen irgendwie von der Struktur her. Das ist auf jeden Fall irgendein Gestein. Als wäre halt die Lava verhärtet und zu Gestein geworden. So sah das aus. Aber hier bin ich heruntergejumpt mit meinem Exo. Ne, hier ist nix. Wie kann das so schwer zu finden sein? Ich habe mir auch eine Karte angesehen. Kann es sein, dass mit dem Update wieder irgendwas verändert wurde? Weil das war ja noch vor dem Update, wo ich das gesehen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der August-Version, die wir hier gerade spielen, wieder irgendwas verändert wurde, weil ja in der nächsten Version das Lava-Biom erst richtig Sinn ergibt. In der nächsten Version, also am 22.09. in 12 Tagen, kommt ja ein Update. Und dann kommen offiziell erstmal diese ganzen Elemente rein. Da unten wartet noch gar nicht so viel. Ja, also das da unten ist eher so ein bisschen Alpha-Beta-Gedöns. Ich glaub's nicht. Das war definitiv hier. Also ich will es jetzt nicht beschwören, ja, aber es könnte sein. Ich meine, die haben ja auch komplett das Schiff verändert. Es könnte natürlich auch sein, dass sie gesagt haben, ja gut, wir verändern hier auch die Punkte, wie man in die Lava-Zone reinkommt. Das kann natürlich auch durchaus möglich sein. Erstmal schauen, wo genau ich denn bin. Weil hier hast du keine Orientierung. Was war das? Habt ihr das gerade gehört? Hat sich groß angehört. Das war nur ein Sandhai. Wo bin ich? Großer Gott, wo bin ich? Wow, ich sehe null. Also wir gehen nach oben. Pff, keine Ahnung, ich bin einfach nur... Hä? Ich dachte schon, irgendwann muss ja mal der Mond kommen. Was ist das hier drüben? Ach, das ist der Planet, Sonne, was auch immer. Okay, hier bin ich. Auf der Rückseite. Jetzt gehe ich mal noch ganz schnell an die Front. Gott, steh mir bei, dass hier keine Reaper kommen. Aber wenn, dann brutzel ich denen die Gesichtsklauen weg. Den brutzel ich die Backenmuskulatur weg. Weil jemand hat geschrieben in der letzten Folge, ich höre einen Reaper, dass vor der Aurora ein Eingang wäre in die Lavazone. Kann ja stimmen. Ich will, wie gesagt, hier... Die ganze Gegend hier um die Aurora wurde halt umstrukturiert.
Das war ein Riffrücken. So, jetzt bin ich vor ihr. Jetzt gehen wir mal hier runter. Es bebt. Es rumpelt. Wir sind ja noch nicht tief. Wow, okay, hier geht's noch nicht runter. Wow, 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 wow. Reaper, Reaper, seid ihr bereit? Alter, ist das dreckig! Erstmal gut eine mitgegeben dem Typen. Dadurch habe ich natürlich jetzt wieder hier komplett die Orientierung verloren. Ich habe Hunger, Reaper. Ich will dich voll... Er verschwindet im Fels. Ja, sicher. Power Reaper. Er kann alles. Magic Reaper Dude. Ging das auch nicht mal viel schneller, viel steiler nach unten? Hier sind wir dann wieder bei den Enten. Dann geht's hier immer runter. Ich tauche jetzt noch einmal hier hin. Es war ja dann hier so am Rand, wo es sich dann ziemlich schnell verändert hat. Es müsste aber jetzt schon anfangen. Ehrlich, es müsste jetzt schon anfangen. Es war relativ schnell, wo sich dann der Gesteinskram verändert hat, weil ich hatte ja noch gar nicht das Tiefen-Upgrade. Ich kann ja jetzt viel tiefer tauchen. Das hier ist gewöhnlicher Furz-Popelstein. Ne, hier ist nix. Hier ist nix. Es könnte wirklich sein, dass sie das verändert haben, weil ich habe natürlich auch dann auf YouTube geschaut, auch dann Subnautica Map gegoogelt natürlich, um mir mal die ganzen Gebiete reinzuziehen, was es da alles so gibt. Und ja, also auf der Karte wird auch angezeigt, hinter dem Triebwerk der Aurora geht's dann runter. Und ich habe mir auch ein Video dazu reingezogen, wie der da hingegangen ist, und der ist ungefähr so 400 bis maximal 500 Meter runter, und mehr kann es auch gar nicht sein, weil damals, als ich noch die andere Version gespielt habe, da konnte ich ja selber auch nicht tiefer. Da hatte ich nur das Stufe 2 Upgrade und ja, da war dann bei ihm die Lavazone. Und das war auch dieser schwarze Stein. Okay, hier ist es ja direkt vorne dran. Geht's hier irgendwie... Warte mal, hier geht's ja steil runter. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Obwohl, das dann auch wieder Düne. Was haben wir hier? Hm, ist das ein Texturenfehler? Warte mal, das ist genau der Stein, den ich meine. Das ist genau der Stein, den ich meine. Oh, oh Gott! Alter, habe ich mich immer erschrocken. Das ist genau der Stein, den ich meine. Das ist der Stein für die Lavazone. So sieht's aus, ja. Der schwarze Stein. Genau den suchen wir. Aber damals bin ich nicht hier rumgeschwommen. Das war hinten dran. Das war definitiv hinten dran. Den Stein suchen wir. Warum ist jetzt so ein Fleck von diesem Lavastein? Kistro sucht mal wieder Steine, Mama. Unfähig, Mama. Oh, 65 Gesundheit. Das war ein ganz schöner Brecher, der mir da eben gerade vor die Scheibe geflogen ist. Warte mal. Warte mal. Okay, das ist eine Aussparung. Irgendeine Aussparung. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Ich dachte schon, ich hätte... Warte mal, was hier drüben? Was ist das hier? Texturfehler oder... Kann man da ra... Hä? What? Ist hier ein Bug? Ist hier... Hier fehlen Texturen. Muss das so sein? Ich habe keine scheiß Ahnung, aber ich verhungere. Ich bin mies am Verhungern.
Warum finde ich da jetzt diesen Lavastein? Oben. Einfach mal oben. Was? Springerei entdeckt? Wie konnte ich jetzt ein Springerei entdecken? WTF, Freunde. I'm fucking hungry, Egg. Warte mal, ich hatte hier doch noch einen Glubschi. Komm schon, gib mir hier so einen Boomerang. Komm schon, nice. Gib mir noch so einen von denen, die schmecken gut, besonders roh. Heute ist Sushi-Tag. So, mir geht's gut. Ich habe schwarzen Stein gefunden. Und ja, ich kam auch aus diesem Biom hier. Diesem hier. Da, wo die magische Höhle ist. Von da bin ich gekommen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich ganz, ganz deutlich. Hier war ja auch ganz viel Lava-Zeug. Hier war ganz viel... Ich muss unbedingt das Ding... Wow! Reparieren! Hier war ganz viel Lava-Zeug. Boah, Mann! Ey, das Spiel... Jumpscares über Jumpscares. Jedes Mal kriegst du hier Panik. Wo geht's denn hier hin? Was ist denn das jetzt schon wieder? Schon wieder ein Reaper? Ich will doch reparieren. Ey, Kumpel, du gehst weg, ja? Ich geh mal ganz schnell. Ist das wirklich ein Reaper? Das ist ein Reaper. Reparieren wir mal schnell. App, das ist ein Reaper und der nähert sich erschreckend. Ich brutzel dich weg, Bruder. Ich brutzel dir so den Sack weg. Ich werde dir so hart die Eier brutzeln. Shit, ich habe keine Energiezelle dabei. Wo geht's hier hin? War ich jemals hier? Das sieht nicht so aus, als wäre es komplett verlassen und es geht tiefer. Gibt es noch einen zweiten Eingang ins... Also ich habe extra die Boje dabei. Wenn ich irgendwas finde, bums, sofort markiert. Ich markiere es sofort. Wo zum mächtigen Dödel geht es hier hin? Okay, hier unten beginnt wieder irgendwas, aber das ist auch wieder so Sand. Nee, das ist Schluss. Ende. Oder ich... Wie gesagt, ich konnte noch nicht tief tauchen. Das war also relativ auffällig. Mir ist ja direkt ins Auge gestochen. Ich habe geschrien und habe gesagt, boah, was war das? Ist das ein Mesmer? Das ist ein Mesmer. Kleiner Mesmer schwimmt hier rum. Haben wir wieder Tag? Sieht so hell da oben aus. Es leuchtet mir hier so wunderschön blau entgegen. Ist eine schöne Gegend hier. Ist echt eine schöne Gegend. Glock, glock, glock. Glock, glock, glock. Ich will doch nur ins Lava-Biom. Lava mich nicht an. Wo geht es denn dahin? Nirgendwo. Da hinten schwimmt ein Reaper rum. Lava-Biom. Du bist so wunderschön. Hier kann man voll viel Zeug abarbeiten, aber wie soll man denn da bitte schön mit dem Exo hin? Halte ich für nahezu unmöglich. Naja gut, wenn man den Kletterhaken hat, vielleicht, möglicherweise. Die Forschung muss weitergehen. Aber ich habe genug geforscht. Weil ich will den Schwefelshit. Ich wette, mit dem neuen Update kommt man ganz leicht da unten hin. Und dann bin ich bereit. Ich sollte mich einfach rüsten. Guck mal hier, das ist doch... Also wenn es hier nicht lavamäßig irgendwo hingeht. Das sieht doch total heiß aus.
Aus dem Weg, Fisch. Okay, hier geht's wieder runter, 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 runter. Noch habe ich Energie. Nichts. Einfach absolut nichts. Absolut nichts. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich bin. Kotzt mich an. Seit dem Patch ist hier alles verschoben und verändert. Die Gesetze funktionieren nicht mehr. Ich muss gucken, ob ich ein aktuelles Video oder einen aktuellen Guide finde. Damit ich mich belabern kann im Lava-Biom. Damit ich mich endlich wie ein Gewinner fühlen kann. Da hinten ist schon wieder ein Reaper. Schon wieder ist wahrscheinlich derselbe. Mach mich nicht an, Reaper. Mach mich... Ja, jetzt bin ich hier wieder bei diesem Rundbogen. Oder nein, ich bin woanders. Ich bin doch jetzt woanders. Die endlosen Weiten. Tja, ich bin im Land der endlosen Reapers. Ich habe so einen Fleck gefunden. Genau mit dem Scheiß, den wir suchen. Jetzt mal echt, wo zur Hölle bin ich hier? Ey, 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 ey! Wow, Alter. Wow. Bekomme ich hier noch vielleicht den Bohrer? War ich hier jemals? Ich kann mich an das hier absolut nicht erinnern. 375? Nee. Nee. Hier war ich noch nie. Okay, das sieht aus, als würde man hier etwas Größeres lagern. Huh. Eingang? Schweißen kann man hier nicht. Es gibt immer einen Eingang. Ich meine, so ein Ding ohne Eingang, das wäre ja deprimierend. Boah, hier sind so viele Reaper. Ich muss total vorsichtig sein. Der Reaper ist schneller als ich. Keinen Eingang? Jetzt mach mich hier nicht schwach. Kein... Ah, doch, hier drüben. Gibt immer einen Eingang bei solchen Geschichten. So, Bobs. Und Schwupps. Und ich hoffe, ich werde nicht gefressen, während ich hier wichtige Forschungsarbeiten erledige. Jetzt war ich nicht mal daheim in der Basis. Ich kann nicht mal sagen, was jetzt in diesem Ei drin ist. Die Folgen gehen dann immer doch so schnell vorbei. Man schwimmt ein bisschen durch die Gegend, baut hier was, baut was ab und bums, halbe Stunde. Au! Oh Gott, was denn? Kleiner Bastardfisch. So, tot. Naja, besser der Kleine als ein Reaper, ha? Huh? Irgendwas schnappt hier doch schon wieder. Ach, komm schon. Wir gehen erstmal hier hin. Reaper. Okay, Reaper ist hier drüben. Also wenn ich hier nicht irgendwas Cremiges jetzt noch bekomme, so als Abschiedsgeschenk, dann bin ich ganz schön traurig. Oh, ich habe wenig Sprit. Ich habe echt wenig Sprit. Ab jetzt wirklich sparsam sein. Daten heruntergeladen. Was ist denn das hier für eine Pflanze? Kenne ich die schon? Hm. Bett Nummer 2. Na, hat sich die Folge gelohnt oder hat sich die Folge gelohnt? Und ihr dachtet, ich krieg hier nichts zustande. Wie jetzt, das war's? Ein Bett? Echt jetzt? Echt jetzt?
Das war es hier schon wieder, ein Bett? Echt jetzt? Ein Bett. Ihr kommt mir jetzt hier wirklich mit einem... mit einem Bett. Hier drin finden Sie ein Bett. Okay, der Clownarm. Den hatten wir aber schon. Moment. Moment. Ja, hallo. Daddy will das. Ja, na also. Der ganze Quatsch war doch nicht umsonst. So, natürlich nehme ich noch ein bisschen Titan mit. Der ganze Quatsch hier war doch nicht umsonst. Gut, Leute. Ich muss da nochmal einen genauen Blick in die... in die, Lava-Biom-Bedienungsanleitung werfen. Ey, ich hab keinen Sprit für einen Kampf hier, Kumpel, ne? Das ist jetzt gerade nicht so günstig, sagen wir es mal so. Die Basis ist schon... woanders. Also, ich fahre uns jetzt hier nach Hause. Natürlich, natürlich bricht die Nacht herein. Wir haben schon mal hier Waffensysteme für den Exo, ne? Das war also... die Folge war jetzt nicht komplett umsonst. Und wie es... was ist denn das? Da ist ein Berg. Ich hab einen Berg gefunden. Das ist nicht die Insel. Was wir hier sehen, ist nicht die Insel. Das ist nicht die Insel. Das ist ein Berg. Ich habe einen Berg gefunden. Da müssen wir noch hin. Aber nicht mehr in dieser Folge. Sorry, die wollen wir ja heute noch hochladen. Also, wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr wirklich die Antwort fürs Lava-Biom habt, für die aktuelle Version, ganz, ganz wichtig, für die aktuelle Version, schreibt es in die Kommentare. Ich gebe mir Mühe, so viele Kommentare wie möglich zu lesen. Ich bedanke mich für alle, die das Video bewerten. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und... tschüss!